Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um die fortgeschrittenen Hopfield-Netze, nämlich die sogenannten Boltzmann-Machines und vor allem die Restricted-Boltzmann-Machines, weil die überhaupt so ein bisschen möglich sind. Die Nicht-Restricted-Boltzmann-Machines sind ein bisschen arg unrealistisch und schwierig zu bekommen, sozusagen. Okay, zunächst einmal, was sind die Restrictions? Was unterscheidet eine normale Restricted-Boltzmann-Machine von einer originalen Boltzmann-Maschine? Okay, eine Restricted Boltzmann Machine hat nur ein normales Layer und ein Hidden Layer. Also keine 50 Hidden Layer oder sowas, sondern nur ein normales Hidden Layer hier. Das sind diese drei Neuronen in meinem Fall. Diese vier hier vorne sind die Input-Neuronen. Das ist ganz normal. Und was auch noch eine Restriction ist, also das erste ist, dass es nur ein Hidden Layer gibt. Und die zweite Restriction ist, dass es keine Verbindung innerhalb des Layers gibt. Ansonsten wird das Ganze schwierig, wie wir gleich sehen werden. Okay. Sagen wir mal, ich mache die hier mal nochmal raus. Wir haben hier vorne, also wir initialisieren erstmal alles zufällig. Wir haben hier ganz normal diese Feed-Forward-Struktur so ein bisschen, aber Vorsicht, nicht täuschen lassen, die ist nicht so Feed-Forward, wie sie aussieht. Und zwar ist das Ziel, wir wollen Daten reinschicken und dann soll hinten irgendeine Repräsentation von den Hidden-Neuronen kommen. Und wenn wir da wieder diese Repräsentation von den Hidden-Neuronen anlegen, dann soll am Ende genau dieser Input wieder rekonstruiert werden. Also stellt euch das ungefähr so vor, ihr habt einen Handschriftscanner oder sowas und wollt damit Zahlen erkennen. Also ob ich jetzt 0, 1 oder so weiter und so fort bis 9 geschrieben habe. Ihr legt es hier an sozusagen als Bild und dann kommt eine Repräsentation raus, nämlich ob es eine 1 ist, ob es eine 2 ist, ob es eine 0 ist, ob es eine, keine Ahnung und so weiter und so fort. Und wenn ich da dieses eine Neuron, was mir zum Beispiel sagt, das ist jetzt eine 5, wenn ich dieses Neuron später aktiviere und das Netz rückwärts laufen lasse, dann soll da wieder ein Bild von einer durchschnittlichen handgeschriebenen 5 rauskommen. Also sowas in die Richtung könnt ihr euch unter Restricted Boltzmann Machines vorstellen. Das Ganze funktioniert nicht ganz so geil, weil es ist offensichtlich nicht tief. Wir haben ja nur ein Hidden Layer, aber wir werden uns nächstes Mal dann die Restricted Boltzmann Machines stacked überlegen, wie das Ganze funktioniert und dann werden wir uns noch weiter darauf basierend noch ein paar schönere Repräsentationen uns angucken, was man damit so machen kann. Okay, jetzt, wie funktioniert der Algorithmus tatsächlich? So, nochmal ganz kurz hier zu diesen Gewichten. Ich habe hier nur mal die für dieses Neuron hier, also von den ganzen hier, von den Visible Neuronen auf ein Hidden Neuron eingezeichnet. Im Prinzip haben wir aber Gewichte von jedem der Visibles zu jedem der Hidden, aber nicht untereinander, das ist ganz wichtig. Okay, und die sind zufällig initialisiert. Das, was wir hier anlegen, das ist unser Input, den wir tatsächlich gegeben haben, zum Beispiel irgendein Bild oder sowas. Und das, was dann am Ende rauskommt, ist unsere Hidden-Repräsentation. Okay, so, und was wir jetzt hier machen, ist, wir aktualisieren dieses Gewicht hier zufällig. Das heißt, wir haben eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gewicht aktualisiert wird und diese Wahrscheinlichkeit machen wir hier mal ein bisschen weniger, sagen wir hier 0,3. Genau, okay, also wir haben jetzt hier eine Wahrscheinlichkeit von 1 mal 0,3 plus 1 mal 0,5, dass dieses Gewicht hier oder dass dieses Neuron hier auf 1 gesetzt wird. Ja, in unserem Fall würde ich dann mal sagen, das würfelt okay. Also wir haben hier tatsächlich dann am Ende eine 1. Mit 80% Wahrscheinlichkeit kriegen wir hier eine 1. Achtet darauf, wir kriegen hier nicht 0,8, sondern wir kriegen hier eine 1 oder eine 0 im Normalfall. Und Vorsicht, das, was ich euch jetzt hier erzähle, das ist eine Möglichkeit für Restricted Boltzmann Machines. Es gibt aber irgendwie auch noch nicht ganz so probabilistische Varianten, aber die habe ich nicht wirklich durchgelesen. Ich zeige euch jetzt die eine und wir werden am Ende noch praxisrelevantere Verfahren auf den Restricted Boltzmann Machines bauen und uns daran orientieren. Da wird das dann alles wieder eindeutig werden. Okay, also weiterhin machen wir dasselbe natürlich auch hier unten. Da sagen wir jetzt, okay, wir haben eine 20% Wahrscheinlichkeit. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Gewichte überall dieselben sind. Und haben eine 20% Wahrscheinlichkeit, dass hier eine 0 rauskommt. Die ist jetzt halt hier gerade mal wahr geworden. Und hier kriegen wir wieder eine 1, weil wir haben ja relativ hohe Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass eine 1 rauskommt. So, und jetzt nehmen wir uns das, was wir hier rausbekommen haben und nehmen an, okay, das ist genau das, was wir hier als Repräsentation brauchen, um nachher dieses Muster hier wieder rauszubekommen. Naja gut, das ist nicht ganz korrekt offensichtlich, weil es ist ja mit einer Wahrscheinlichkeit hier aktualisiert worden. Und das muss nicht unbedingt stimmen. Aber wir sind einfach mal optimistisch und stecken das hier rein und machen genau denselben Schritt rückwärts. Das heißt, wir aktualisieren hier die ganzen Nodes wieder. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir hier eine 1 rauskriegen zum Beispiel. Sowas in der Art.
Ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlich bei den Gewichten, macht aber nichts. In unserem Fall soll das passen. Wir aktualisieren also hier auf 1110 und offensichtlich haben wir nicht dieselbe Repräsentation wieder zurückbekommen, wie wir reingesteckt haben, was aber unser Ziel gewesen wäre. Das heißt, wir sind eigentlich fertig, wenn wir hier diese Ursprungskonfiguration wieder rausbekommen. Ja, in unserem Fall war das jetzt nicht so, das heißt, wir müssen hier diese Gewichte anpassen. Und wie könnte ich das besser machen als mit einem stinknormalen Backpropagation? Das heißt, ich aktualisiere hier meine Gewichte so, ich sage, okay, der Fehler ist quasi der Unterschied hier. Also hier in dieser Node habe ich einen Fehler drin, weil ich ja hier eine 1 statt einer 0 habe. Ich will hier eine 0 haben, habe aber eine 1 und deswegen habe ich hier meinen Fehler. Also muss ich die Gewichte hier aktualisieren. Und so würde dann im Prinzip eine Restricted Boltzmann Machine arbeiten. Achtet darauf, dass sie hier hinten immer probabilistisch ist. Und auch hier vorne, also beim Aktualisieren von den einzelnen Werten hier drin, ist sie probabilistisch. Aber ja, das Aktualisieren ist dann wiederum ganz normales Backpropagation. So, das ist jetzt grob das, was eine Boltzmann Maschine macht. Wir werden dann aber noch viel, viel mehr sehen, was es da so coole Sachen gibt. Und ja, ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.